Wir wollen, dass Krankenhäuser uns nicht krank machen, nicht kränker, als wir schon sind. Und dafür brauchen die Krankenhäuser mehr Personal. In ganz Deutschland fehlen mehr als 160.000 Mitarbeiter in den Krankenhäusern, sagt Verdi. Das wären für Hamburg ungefähr 4.000 und das wäre für jedes deutsche Krankenhaus ungefähr 80 zusätzliche Arbeitskräfte. Stellen Sie sich das mal vor. Und zwar überwiegend in der Pflege. Nur für Krankenhäuser. Die Altenpflege ist eine ganz andere Baustelle, die vielleicht noch viel brenzlicher und gefährlicher ist. Darauf können wir heute gar nicht eingehen. Nun wird uns entgegengehalten, was wollt ihr eigentlich? Die Regierung hat doch gerade eine Gröhe-Kommission eingesetzt und die hat beschlossen, dass bis zum Jahr 2019 festgelegt werden soll, wie viel Personal Krankenhäuser brauchen. Wir sagen, ja, das stimmt, hat es gegeben, aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das reicht aus mehreren Gründen überhaupt nicht. Erstens, diese sogenannten Untergrenzen sollen nicht fürs ganze Krankenhaus gelten, sondern nur für besonders pflegesensitive Bereiche, zum Beispiel Intensivstationen. Sie müssen aber für alle Bereiche des Krankenhauses gelten, auch für Nachtdienste, auch für Normalstationen zum Beispiel. Zweiter Grund, sie sollen festgelegt werden, diese Untergrenzen, diese Mindestpersonalbemessung, von der Deutschen Krankenhausgesellschaft und den Krankenkassen, dem Verband der Krankenkassen. Das sind aber genau die, die das überhaupt nicht wollen. Von denen wissen wir, dass sie gegen solche Untergrenzen sind. Man hat hier den Bock zum Gärtner gemacht, wie man das so schön nennt. Das muss Sache der Politik sein, Untergrenzen festzulegen und nicht derer, die das nicht wollen. Und ein dritter Grund. Das alles soll erst in knapp 2 Jahren in Kraft treten, 2019. Wir haben so lange nicht Zeit. Die Krankenhäuser brauchen jetzt mehr Personal und nicht in 2 Jahren. Noch etwas wird uns entgegengehalten. Wenn wir 100.000 Pflegekräfte für Deutschland fordern oder 4.000 für Hamburg, die sind auf dem Arbeitsmarkt gar nicht vorhanden. Auch das stimmt. Der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Aber wir entgegnen, dann sorgt doch dafür, dass diese Kräfte schnell irgendwie woher kommen. Macht den Pflegeberuf attraktiver. Sorgt dafür, dass die vielen, die ausgestiegen sind, aus dem Beruf zurückkommen. Sorgt dafür, dass die vielen, die Teilzeit arbeiten, endlich wieder auf Vollzeit gehen, weil der Beruf attraktiv geworden ist. Unter dem Personalmangel leiden nicht nur die Pflegekräfte, sondern natürlich vor allem auch die Patienten. Die Patienten sind nämlich das Ende der Pflegekette, so würde das der Biologe nennen. Analog zum Ende der Nahrungskette. Die Patienten können den Druck, der auf sie ausgeübt wird, nicht weitergeben. Da ist niemand mehr. Es sind in den letzten 20 Jahren die Zahl der Ärzte um 50% gestiegen und die Zahl der Pflegekräfte eher gesunken oder gleich geblieben. Und die Liegezeit der Kranken in den Krankenhäusern hat sich halbiert. Das heißt, sie sind nur noch halb so lang im Krankenhaus. Die Dichte der Arbeit hat sich verdoppelt. Das alles zusammen macht den Pflegenotstand aus. Die Menschen müssen doppelt so viel arbeiten in der halben Zeit. Wenn das nicht zur Katastrophe führen soll, braucht man Gegenmaßnahmen. Die Gegenmaßnahmen, die bisher eingeleitet worden sind, heißen zum Beispiel Qualitätsmanagement, Risikomanagement, Beschwerdemanagement oder Aktionen zur Patientensicherheit. Vielleicht kennen Sie die Aktion Saubere Hände. Das ist in den Krankenhäusern höchst populär. Da wird dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter daran erinnert werden, dass sie sich vor jedem neuen Patientenkontakt die Hände desinfizieren. Warum wird das aber nicht gemacht? Warum sind solche Aktionen so wirkungslos? Weil die Zeit gar nicht da ist. Wo sollen Pflegekräfte denn die Zeit hernehmen, sich den ganzen Tag die Hände zu desinfizieren? Da braucht es eben mehr Personal dafür und das ist nicht da. Der Mensch kann eben nicht so komprimiert werden wie ein Computerprogramm. Wir fordern aber nicht nur mehr Personal, wir überlegen uns auch, warum die Misere so ist, wie sie ist. Und da fallen uns einige Gründe dafür ein. Zuallererst die Fallpauschalen, nach denen die Krankenhäuser von den Krankenkassen bezahlt werden seit ungefähr 10 Jahren. Die Krankenhäuser bekommen nämlich nicht mehr den Tag im Bett bezahlt, den ich dort liege, sondern die Art der Operation. Und wenn ich schnell rausgeschmissen werde aus dem Krankenhaus, verdient das Haus genauso viel, wie wenn ich lange bleibe. Also ist ein Anreiz vorhanden, mich nicht nach medizinischen Gründen zu behandeln und so lange wie notwendig im Krankenhaus zu behalten, sondern mich so zu behandeln, dass das finanziell, ökonomisch für das Krankenhaus sinnvoll ist. Also werden Patienten möglichst schnell entlassen, werden Patienten möglichst mit mehreren Diagnosen oder mit neuen Diagnosen wieder eingewiesen, wo es wieder eine Fallpauschale gibt. Alle diese Dinge können wir tagtäglich beobachten. Es gibt eben gute und schlechte Fallpauschalen, ökonomisch gesehen. Und die guten werden häufig gemacht und die schlechten selten.
Das wäre erstaunlich, aber es reicht nicht, das erstaunlich zu finden, sondern ich finde, das ist verwerflich. Wenn das Gesundheitswesen immer mehr dazu tendiert, Menschen nach ökonomischen Gesichtspunkten und nicht nach medizinischen zu behandeln, dann ist das ein Desaster, das ethisch nicht verantwortet werden kann. Ein zweiter Grund für die Misere könnte sein, dass immer mehr Krankenhäuser privatisiert werden. In Deutschland ist schon jedes dritte Krankenhaus in privaten Händen. Diese Häuser gehören nicht mehr uns Bürgern, sondern den Aktionären und den Unternehmern. Und die haben möglicherweise andere Interessen. Da wird Geld herausgezogen aus dem Gesundheitssystem und kommt nicht mehr den Patienten zugute. Und ein dritter Grund könnte sein, die Spaltung in private und gesetzliche Krankenversicherung, die es nur in Deutschland in dieser Form noch gibt. Die hat insofern damit zu tun, als eine kleine Gruppe von weniger als 10% der Bürger, der Bevölkerung, der Kranken, besonders gut behandelt wird. Und dieses Personal, was man dort einsetzt, fehlt natürlich bei den gesetzlich Versicherten, die dafür umso schlechter behandelt werden. Das sind aber sehr große Baustellen, wo die Politik schon seit Jahren und Jahrzehnten gefordert ist und bisher nicht in die Pötte gekommen ist. Wir hoffen, dass das demnächst bei nächsten Wahlen sich ändert. Für uns heute steht jedoch der Pflegenotstand im Mittelpunkt. Ich möchte das mal mit einer Zahl aktualisieren, warum Ihnen und uns das so wichtig ist oder sein müsste. Wir haben in Deutschland jedes Jahr 20 Millionen Fälle im Krankenhaus und wir haben 80 Millionen Bürger, etwas mehr. Statistisch könnte es also sein, ist es wahrscheinlich, dass von Ihnen, die hier jetzt stehen, jeder Vierte innerhalb des nächsten Jahres bis zum nächsten Tag des Pflegenotstands ein Krankenhausfall wird. Und innerhalb von 4 Jahren werden wir alle dran sein, statistisch gesehen, jeder von uns, die hier stehen. Das heißt, der Pflegenotstand ist nicht nur für die wichtig, die jetzt im Krankenhaus liegen oder dort arbeiten müssen, sondern für uns und Sie alle. Vielen Dank.